Was im Niederrhein-Pokal passiert ist, kann man keinem erzählen. Dort trafen im Viertelfinale der KFC Uerdingen und Rot-Weiß Essen aufeinander. Nachdem Uerdingen in der 75. Minute ein Tor kassierte und 1:2 in Rückstand geraten ist, dachte sich der Ex-Schalke-Spieler und heutiger KFC Uerdingen-Trainer Levan Kenia, es wird Zeit. Er wechselt sich selbst ein. Ob er das Spiel dann drehen konnte? Naja, er sah innerhalb von 11 Minuten gelb-rot und sein Team verlierte 1:3.